Moin Leute, seit kurzem, so seit einem Monat oder so, in Deutschland ist Turbo-Fieber-Kartenpack erhältlich. Und ich wollte das mal mit euch öffnen, weil es ist nämlich sogar eine ganz neue Energiekarte bei. 5 Euro sehe ich hier sogar noch den Preisschild drauf, tut mir leid. 4,95 Euro, 5 Cent zurück. Nicht Spaß. So, wir öffnen jetzt erstmal. Ich werde euch die ganz gut vorstellen halt. Ihr dürft sie als erstes sehen. Ich habe meine Augen zu. Leute. Ich weiß nicht, was das für eine Karte ist. Ich weiß wirklich nicht, was für eine Karte ist. Ich drehe jetzt um. Okay. Ja, kennt ihr doch. Die allerrichtete Pokémon-Karte. Die stelle ich jetzt nach vorne. Ihr habt wahrscheinlich schon die Karte einmal gesehen. Pass auf, ich mache jetzt meine Augen zu. Ihr dürft sie sehen. Ah, die habe ich auch noch nicht. Das sind ganz neue Karten. Das ist mega geil. Phase 1. Mibrana. 90 Leben, entsteht aus Schallquap, Froschwapser, Lebensschuss. Okay, dann kommt die nächste Karte. Ein Trank, 30 Schadenspunkte wieder her. Das ist nicht mal so schlecht, Energie. Und da haben wir, ach man, nee, hör doch auf, Mann. So ein Skorpion wieder, Nadelrakete, den braucht man wirklich nicht unbedingt. Und Pam Pam! Oh, die kenne ich sogar. Ich habe mir nämlich mal vor kurzem zufälligerweise so eine Staffel ganz kurz für den Anfang angeguckt. Da war auch so ein Pam-Pam. Die bringen doch immer die anderen Leute da zum Schlafen. Oder halt, dass sie mal was essen wollen. Damit teilen und so. Leichter Hieb. Konfrontieren. Zack, und die nächste Karte. Die Karte habe ich noch nicht. Also diese Figur da oben, die kenne ich ja schon, aber ich habe die Karte noch nicht. Zipurze, Basiskarte, Käferwahrnehmung. Okay, und nächste Karte. Wow. Brutal. Lilminit. 50 Leben. Aromakur. Okay, das ist wahrscheinlich die letzte. Das Traumato. Ja, das ist nicht so eine heftige Karte. Ein Traumato, ne? Krummeln. Gezielter Wunsch und. Oh! Die sieht geil aus, Leute. Oh, nee, die Karte habe ich noch nicht. Wie geil. Alter, das ist so eine coole Karte, ne? Nämlich, ich sehe hier so ein Spiel, das heißt Poke Park. Da ist auch immer so ein Mogelbaum. Der sagt immer, Mogelbaum, Mogelbaum. Der versteckt sich da auch immer. Leben und Lernen. Wenn das Pokémon... Ich lese mal so vor. Wenn das Pokémon deines Gegners während seines letzten Zuges mit einer Attacke angegriffen hat, benutzt sie für diesen Angriff. Oh nee, das ist so, das ist wieder so eine Karte. Ach Mann, ja. Da kann man auch nichts gegen machen. Und oh! Quachuengoha. Nicht Spaß. Quajutsu. Alter, da ist ein ganzer Text zu lesen. Da kann man ganz Referat von schreiben. Schatten sticken. 40 Schaden. Mondscheinschlitter. Ich glaube, wir haben alle, oder? Ja, wir haben alle. Ich glaube, die Karte da oben habe ich. Bin mir gar nicht so sicher. Sehr geile Karten. Ehrlich. Mega geile Karten. Ich wollte nur eine. Es war jetzt nicht so ein langes Opening, aber. Es sind echt gute Karten dabei gewesen. Wie der Mogelbaum. Das war wirklich geil. Und. Warte, wo ist Pam Pam? Pam Pam? Nein, Pam Pam ist versunken in den Pokémon-Karten. Pam Pam, Zirrus, weiß ich nicht. Alter, Mogelbaum, mega. Und die glitzert auch noch, ne? Geile Karte auf jeden Fall. Oh Gott. Das sind halt die neuen Packs von dem Dings. Leider haben wir jetzt nicht eine neue Energiekarte dabei gehabt. Hätte ich euch wirklich gerne gezeigt, weil die sind mega cool. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich sage euch, nächste Folge wird Hammer, weil das eine EX-Karte wird. Nur so ein kleiner Fact, aber das bei dem Pack immer so, dass eine EX-Karte bei ist. Also nicht bei diesem hier, nämlich in der nächsten Folge werdet ihr ein anderes Pack sehen, was 18 Euro gekostet hat oder sowas. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und der Mogelbaum sagt euch jetzt Tschüss. Ciao. Mogelbaum.